So, wir schauen jetzt mal, wie die Saskia drauf ist. Ja, aber ich schätze mal ohne Atemmaske, ne? Hallo, Tag, jetzt gibt's auch eine Hand. Saskia. Grüß dich. So, jetzt geht's mit dem Atmen auch wieder? Ja, klar. Super. Und tagsüber brauchst du es gar nicht? Nee, außer wenn ich krank bin. Ja. Dann halt, weil ich ja sonst schlechte Luft kriege. Aber ich denke, das ist ja normal. Das weiß ja jeder, wenn er eine Erkältung hat. Ja. Saskia, kann ich mit dir über alles reden? Ja, sicher. Alles? Alles, ja. Das ist wichtig. Ja, nein, ist völlig in Ordnung. Was hast du für eine Krankheit, Lavina? Was ist das? Kongenitale Muskeldystrophie mit Merosin-Defekt, sprich Muskelschwund. Muskelschwund würde heißen, am Anfang waren alle Muskeln da, oder ist das von Geburt an? Das von Geburt an. Also ich konnte noch nie laufen. Aha. Ja. Also es gibt ja verschiedene Muskelerkrankungen. Zum Beispiel eine gibt es halt, die haben nur Jungs. Aber da ist es meistens, die werden dick, die Jungs. Und bei mir ist es halt so, ich werde nicht dick. Ich kann essen, was ich will, und ich werde nicht dick. Aha. Was kannst du alleine? Reden. Viel mehr nicht. Rollstuhl fahren und so. Aber so wirkliche, alltägliche Dinge nicht. Ja, weil du, also man muss das wirklich immer genau erklären, weil die Muskulatur einfach nicht da ist, dass du Dinge bedienen kannst. Du kannst jetzt zum Beispiel, kannst du dir ein Brot selber schmieren? Nö. Das geht nicht, ne? Nein. Das ist schon zu anstrengend. Genau. Dann. Aha. Ja, ich könnte ja noch nicht mal das Brot aus dem Schrank holen, wenn ich die Tür ja nicht aufkriege. Richtig, klar. Man könnte mich vor einen offenen Kühlschrank stellen und ich würde verhungern. Mhm. Weil ich ja nicht da dran komme. Das war auch ein ziemlich ironisches Verhältnis zu dem, was ist, oder? Ja, ja, aber ich lebe damit ja seit 18 Jahren. Ja, klar. Das ist eine Überlebenskunst, oder? Ja, das so okay, zu sehen klar. Auch. Was hast du für eine Schule besucht? Ich war bis zur 9. Klasse auf einer normalen Regelschule. Und dann vor 3 Jahren lag ich im Sterben. Und was heißt das, vor 3 Jahren lag ich im Sterben? Ich hatte eine ganz dicke Lungenentzündung. Und da ich halt nur 23 Kilo gewogen habe, weil ich halt noch keine Magensonde hatte, zehrt das natürlich an den Kräften. Und durch Muskelschwund hat man halt nicht so viel Kraft. Und ja, die Ärzte wollten mir ein Tracheostoma setzen, sprich hier so ein Beatmungsding halt im Hals. Wobei ich mich dagegen entschieden habe, weil ich Angst davor habe, dass ich vielleicht doch nicht damit sprechen kann. Und das ist das Einzige, was ich wirklich kann, alleine. Und da ich das nicht wollte, wäre es dann halt zu Ende gegangen. Und deshalb, aber wir haben es halt dann noch gut hingekriegt, durch erst eine Nasensonde und dann irgendwann nach 6 Wochen war ich so stabil, dass die halt eine Magensonde legen konnten. Jetzt wiege ich 30 Kilo und ja, jetzt habe ich halt mehr zuzusetzen und wenn ich halt krank bin und nichts essen kann, kann ich halt einfach nur über die Magensonde ernährt werden, was dann halt ja auch gut ist. Können wir jetzt weitermachen? Ja, ne? Das ist gemein. Die Film hier, ohne dass wir fertig gestylt waren. Genau. Also kannst du ein bisschen nach oben gucken? Genau. So, kannst du mich jetzt richtig setzen? Ja, weiter nach hinten erstmal. Nee, ich rutsche nach hinten, wenn du Hände den Kopf fest. Ja. Und dann den Oberkörper da hinten drücken. Fester drücken? Ja, nee, so ist okay. Ja, so. Frisur richten wir gleich. Okay. Mhm. Kannst du dir vorne ein kleines Stück nach vorne ziehen? Knie? Ja. Und rechts noch. Also dein Links. Ja, okay. Okay. So. Achtung. Fest? Ja. Wollen wir die Maus? Das Kabel zu dir. Ne? Ach ja, entschuldige. Kein Problem. Gut, dass du aufpasst. Guck, wie weit? Warte, nicht ganz so weit. So. So? Ja. Okay. Ist fest. Fest? Ja. Gut. Die noch anders? Ich brauche erst die Fernbedienung. Ja, Moment. Soll ich anmachen? Ja. Andere Seite? Nee, so geht. Einfach dahin gehen. Ja. Ist an. Gut? Ja. Wofür ist dieses Teil vor der Brust? Welches ist das? Ja. Damit ich nicht so nach vorne kippe. Ach so. Ist das Kannst du mein Bein noch in, oder noch erst ein Stück nach vorne ziehen? Rechts, ne? Ja.
Mhm, und dann darin. So? Ja. Perfekt. Haare? Ja, ich muss sowieso gleich noch in den Spiegel gucken. Lass uns am besten ins Badezimmer. Gut. Machst du mir die Tür auf? Ja, immer richtig. Fährst du ein Stück weiter, sonst kommen wir nicht da längs. Pina hat auch ausgeschlafen. Doch, jetzt kannst du drehen. Oder rückwärts reinfahren. Ja, drehen. Aber ich will ja keinen von den Herren umfahren. Wie Gott sehe ich aus? Jetzt hör auf. Schrecklich. Bist du geladen? Ja. Wie immer. Besser? Mhm. Augen zu.